So, da sind wir bei der nächsten Aufgabe, die auch nicht so einfach ist, nämlich eliminiere im Verlauf eines Matches IO-Truppen, nämlich genau drei Stück. Wo bietet sich das Ganze derzeit am besten an? Natürlich da, wo die Schlacht ist, denn da habt ihr, was weiß ich sage jetzt mal, 15 Wachen, die da rumlaufen. Klar, die kämpfen auch gegen die anderen Bots, aber es gibt natürlich das Problem, wir werden es jetzt gleich sehen. Wie viele Leute hier landen? Das ist genau dieselbe Geschichte wie mit dem Schlachtenbus. Ihr müsst halt wirklich Glück haben und zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Es ist nicht ganz so einfach. Ihr müsst halt wirklich Glück haben. Wir probieren es jetzt einfach mal. Aber ihr seht ja selber, was hier einfach los ist. Also das ist so geisteskrank, dass alle immer direkt die Aufgabe haben müssen. Ist einfach bescheuert, dass man immer so gierig sein muss und hallo die Aufgaben direkt haben will. Aber wie gesagt, ihr seht, es ist einfach so gut wie unmöglich. Man kann es natürlich hinkriegen, um Gottes Willen, aber es ist halt schwierig. Ja, genau das. Es sind halt alle dort am Landen. Entweder landen die Leute halt echt gerade bei Kondo oder hallo? Controller? Man kann ja viel machen. Fängt an, mein Controller kaputt zu gehen. Guckt euch das mal an. Hä? In der Controller? Mal, jetzt gehe ich nochmal auf die Map. Was ist denn hier los? Hä? Ich habe schon viel gesehen, oder? Aber wie gesagt, was ich euch sagen wollte, die meisten landen halt entweder zurzeit hier oder eben dort. Da wegen dem Bus, wegen der Tankstellenaufgabe oder hier wegen den Bots. Also ich empfehle euch einfach, lasst die Aufgabe erstmal hinten anstehen und macht das Ganze später. Den Tipp kann ich euch einfach nur geben, weil ich will es euch halt einfach nur sagen, wo ihr landen müsst, was ihr machen müsst halt in dem Moment. Aber ich denke mal echt, die beste Variante ist jetzt erstmal zu warten, bis alle soweit ihre Aufgaben haben. Ich denke mal, ab morgen Mittag dürfte das Ganze dann ganz easy zu machen sein. Und in dem Sinne wünsche ich euch auf jeden Fall noch viel Spaß beim Leveln. Ihr seht es eigentlich am Thumbnail, wenn da erfolgreich ist, dann habe ich es auch gemacht. Und in dem Sinne euch noch viel Spaß und haut rein.